Habt ihr euch schon mal gefragt, was passiert, wenn ihr www.a.at in den Browser eingibt? Grundsätzlich haben wir Webadressen, die aus sowas bestehen wie Google.at, aus Beschreibungen. Und gerade Dinge mit einem Buchstaben sind ja eher aus der, glaube ich jetzt zumindest, aus der Urzeit des Internets. Und jetzt bin ich letztens in einer Wettbewerbs- und Markenrechtsvorlesung in der Uni gesessen und im Kurs eigentlich und habe mir gedacht, dass es doch ganz nett wäre, einfach mal zu sehen, was rauskommt, wenn man jeden Buchstaben .at ins World Wide Web hineinschmeißt. Das heißt, wir machen das jetzt Buchstabe für Buchstabe und schauen uns an, was da rauskommt. Probably something weird. Schauen wir mal. Das ist übrigens jetzt die .at Edition, das heißt, vielleicht kommt bei .de was anderes raus, können wir auch mal machen, oder .com. Ich hoffe, die Video-Idee gefällt euch. Ich hoffe, ihr findet vielleicht etwas raus, was ihr noch nicht wusstet. Ich habe noch, ich glaube, bis C habe ich mal probiert, ob überhaupt was rauskommt. Probieren wir es mal. Wir beginnen bei www.a.at. Okay, das ist A1. Macht irgendwo Sinn. Gut. Also es ist a1.net, okay, seine Weiterleitung von a.at auf a1.net, okay. www.b.at, bad. Oh, die beste Privatsphäre im Internet, dreimal schneller als Chrome, besserer Schutz vor Google und Big Tech Unternehmen. Brave. Aha. Was ist denn das? Ein Browser? Aha. Also ein Browser. Wow. Didn't know that. Und übrigens, b.at war noch leer, als ich beim letzten Mal nachgesehen habe. Crazy. w.c.at. Ich schreibe schon Katze. Es passiert gar nicht. Die Seite ist weiß. Ich weiß, beim letzten Mal, als ich das aufgerufen habe, war www.c.at noch so ein Katzenforum. Aber jetzt bin ich übrigens komplett blind. www.d.at. That. Stock Chart Tool for Slack. Charting Tool for Hedge Fund Managers. Okay, was ist denn das? Okay, das ist irgendwas für Fonds. Revenue. Dinge. Okay. Das ist irgend so ein Tool. D.at. Geben wir da mal was ein, aus Interesse. Geben wir ein Nintendo. Oh. Geht nicht. Apple. Price for Apple. Ah, kann ich mir Apple-Aktien ansehen. Wenn ich dazu mal Lust habe, komme ich hier sicher nochmal zurück. Wow. .e.at. Es lädt ewig. EAT ist tot. Okay, passt. Jetzt kommt FAT, f.at, das kann nur gut werden. What the fuck? Shopify, NZ Fotos. Unter welchem Namen habe ich das eingeben? Bei FAT? Ist NZ Fotos? Das ist NZ Fotos. Ein Shop. Okay. Gut. Dann halt nicht. w.g.at, der G-Punkt. Was sagt uns der G-Punkt? Diese Domain ist geparkt. Ja, das kommt ein bisschen öfter, da wurde die quasi registriert und bei dem Anbieter geparkt, also sagt uns die nicht viel. Was ist h.at? Ebenfalls geparkt und am selben Anbieter. www.i.at. Das ist eine Mailadresse. Crazy. Limited time, get your personal at i, me mail, ultimate email service, Kalender, Dingsbums. Das ist aber auch Englisch. Wow. Oh, ja, schaut das mal an, wenn euch interessiert. A@i.de. Ich empfehle persönlich protonmail.com. Verwende ich selber. J. Steht zum Verkauf, wenn ihr wollt. US-Dollar. Wow. Kauft euch j.at. www.hijk.at. Falls ich den Buchstaben vergessen habe. Was ist denn das? K.at. What the shit? Upsi. Nee, bitte keine Push-Benachrichtigung. Das ist ein Webportal über Sachen, die mich absolut nicht interessieren. Ich will kein Sparkling Spring. Vielen Dank. Es gibt hier so gute Sachen wie
Entertainment. Love and Sex. Niesen. Love and Sex. Corona. News. Family. Lifestyle. Stories. Newsletter. Facebook. Instagram. Things. Gut, es interessiert mich schon jetzt nicht mehr. K.at, wenn ihr Lust habt. L.at. Familie Lindenbauer. Meine Familie ganz privat. Na, guckst du an. Home. Wer sind Claudia und Markus? Ah, Inhalt ist Passwort geschützt. Ich werde wohl nie herausfinden, wer... Ah, hier könnte ich. Familie Lindenbauer. I would never know what they know. Seine Familie ganz privat. www.m.at. Moware. Die... Also m.at geht auf moware.at. M-Ad. Okay. Ist gut gemacht. M-Ad, ja. Ein Softwareunternehmen, Warenwirtschaftscompany, kaufmännischer Software, Portfolio mit Box. Aha. In Mödling. Okay. LMNOP am www.n.at. Kratzen ist schön. Neckermann. Also ist natürlich. Warum ist überall Erotik bei mir? So Sex fixiert bin ich nicht. N.at geht auf Neckermann Österreich. Ist eine gute Domain. Kann man sich sichern. Es ist so dunkel geworden jetzt. What the fuck? Ich muss noch einen Randomizer aufnehmen. www.o.at. Ach, O ist auch A1? Das A und O ist A1. Das ist gut gemacht. Das ist eine Osteraktion und bla 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 bla. Ich will jetzt keine Werbung für A1 machen hier. P. Pat. Oh, ich habe keinen Access auf diesen Server. Sind die Regierungssachen. AEJKLMNOPQ.at. Quad. QualityAustria.com. Auch eine Weiterleitung. Erfolg mit Qualität. Wir unterstützen Sie bei der Ausrichtung auf langfristige Ziele. Okay. Aha. Wer sind diese Menschen? www.r.at. Die Ratte. Ah, kannst du kaufen. Wieder mit US-Dollar. Dan. Fast easy domain transfer. Gut. www.s. Satt. Ich hab's auch langsam satt. Satt, ihr Satt-Shop. Oh, ja, das macht Sinn. Hier kannst du oder Zeug für den Empfang von Dingen kaufen. Satt-Receiver, Schüssli und so. Eco-Switch-Satt-Zubehör. Campinganlage. Geil. Ah, auf Galaxus gibt's hier auch. Ah, interessant. QST.t.at. TAT. Magenta und T-Mobile. Crazy. Habe ich da drauf geklickt? Ich weiß, was T-Mobile ist. .u.at. Uppercut Group. Oh, die arbeiten gerade an einer Website. Was macht die Uppercut Group? Marketing. Services. Wir können was. Wow. Oh wow, man kann also scrollen. Igitt. Okay, mir schon genug. Oh, das gibt's zum Kaufen. Wow. www.w.at. Oh, geil. What? What? Juwelier Wagner. Uhren. Wird schon schlecht, wenn ich überlege, wie viel das alles kostet. Schüttelt's mich. Hey, Juwelier Wagner, Kärntnerstraße. Und am Graben, halt wie sich's gehört in der Innenstadt. www.x.at. Wenn das jetzt Porno ist, dann weine ich. X.at steht um Verkauf. God bless. y.at. Ich glaube, ich mache dann noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Was ist das? Start.y.at. Jat. Was ist das? Be an Icon. Use a one-of-a-kind emoji username. It's how you connect with everyone and how everyone pays you. What the fuck? Was ist denn das? Create your Yat. Ja! Ich bin richtig verwirrt. Was mache ich da jetzt? Aha. Okay, es interessiert mich exakt. Okay, das heißt, wenn ich jetzt
das mache, was dieses Video ist, nämlich ein absoluter Witz. This yard is taken. Was ist, wenn ich... Hund, Katze, Maus. Katze, Hund, Maus. Hund, Katze, Hund. Kostet nur $445. Nein, danke. Aber irgendwie lustig. Wer braucht den Emoji-Dinger? Naja, nice to know, was man alles sieht, wenn man sowas macht. www.z.at. Zimmermann, ihr Premium-Versand, hab ich nie gehört. Ist wie Neckermann, nur Zimmermann. So geile Sachen wie Körperpflege, Kaffee, Seife. Ja. Sockenwelten für die Fußfetischisten. Nice. Dann gehen wir mal zu den Abstrusen. Gibt's immer mit ä.at? Ah, man kann's kaufen. GoDaddy Brand. Wie geil ist denn die GoDaddy Brand? Ö.at. Nicht sicher. Ö. Ich verlange nicht viel von der Welt. Aber wenn eine Seite, die ÖRT heißt, mir ein Ö zeigt. Ö. www.ü.at. Oh, auch wieder geparkt bei den... Hä? XNTDA? Okay. www.1.at. Auch wieder zum Verkaufen. Christoph Armbrüster. Also ein Privater, der das hat. www.2.at. Auch geparkt. Beim selben. Also, 3.at. Ich könnte jetzt auch sowas wie 10 oder so noch machen, aber mein Ziel war ja nur so einen Buchstaben, eine Ziffer. Da bleibe ich jetzt dabei. Ebenfalls zum Sale. Okay. www.5.at. Ebenfalls zum Verkauf. www.6.at. Auch jetzt zum Verkauf, aber verschiedene. Wieder von Dan. Ich kann schon wieder mal tippen. 7.at. Oh, das ist wie ati.at. Das ist derselbe Anbieter. Welcome Guest. Bin kein Guest. Ist wieder von Memail. Ja, nice. Haben wir vorher schon gesehen. 8.at. Wieder zum Kaufen. Was kostet denn sowas? Ach, Preisvorschlag. Okay, die wollen mich halt abzocken. Naja, so viele Leute gehen da nicht drauf. Naja. www.9.at. Ebenfalls zum Sale. Und das letzte www.0.at. Diese Website ist nicht erreichbar. Okay. Ich glaube, ich hatte alle. War ganz witzig. War ein paar... Ein Yacht hätte man es kaufen können. Beispielsweise. Ich hoffe, das Video war lehrreich und hat gefallen. Ansonsten, ja, sehen wir uns im nächsten wieder. Kurz und knackig. Ciao.